Jo Leute, willkommen zum Elfenbad von Let's Play Clash of Clans. Ich hatte gerade einen kleinen Fail, weil die Aufnahme einfach abgebrochen ist. In der Zeit habe ich diesen aufgemacht. Und ja, den werde ich jetzt erstmal schön zeigen. Ich habe mit diesen Truppen angegriffen, die ihr seht. Also in Gold 3 ist der Loot ziemlich, ziemlich geil. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt mehr Videos. Deswegen mache ich auch mehr Videos. Habe ich gerade total Lust. Ich werde halt immer am Morgen ein Video hochladen oder hochbringen. Und ja. Mir ist aufgefallen, dass seitdem ich aus Bosslunch raus bin, dass ich voll viel Abonnenten und Klicks und alles verloren habe. Was irgendwie ziemlich blöd ist. Aber naja. Ich mag ja Bosslunch nicht mehr so. Beziehungsweise ich. Also ja, ich mag ihn halt nicht mehr. Also der Clan an sich ist schon eigentlich ganz cool. Aber er ist mir halt zu inaktiv. Vielleicht ist er ja ein bisschen aktiv, aber er ist halt für mich zu inaktiv. Deswegen, zu diesem Zeitpunkt habe ich irgendwie kaum was geraubt. Aber das ändert sich noch. Da habe ich jetzt schon meine Queen gesetzt. Ich habe jetzt gar nicht zum Gameplay kommentiert. Jetzt habe ich dann noch ein paar Bogenschützen hinterher gesetzt. Und jetzt noch mein Bauernkönig. Jetzt sind noch keine Bogen mehr da. Jetzt ist da unten meine Queen. Und mein King. Da oben, die Queen ist fast down, deswegen setze ich die Fähigkeit. Jetzt will sie noch das Rathaus necken, habe ich mir gedacht. Ja, komm, brichst du ab, warte mal ab. Aber dann habe ich gemerkt, scheiße, Queen ist tot. Dann lasse ich meinen Bar King nicht drauf gehen und beende den on grief. Am besten Bogen ist 6 und Magier 5. Ja, habe gerade keine Bogenschützen. Wieso habe ich keine Bogenschützen? Mauerbrecher, Riesen, Barbaren. Okay. 7, 2, das heißt, da kommen keine Barbaren. Hier kommen Bogis. Da müssen aber ordentliche Bogenschützen kommen. So. Da kann ich gerade keinen Angriff machen, weil ich zu wenig Truppen habe. Hoho. Sieht man auch nicht oft, oder? Krass. Ein Champion, der keinen Clan hat. Das ist so, ja, schon ein bisschen stark. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen kann oder machen soll. Ich kann nicht mal. Ja, da haben wir den letzten Clankrieg verloren. Da war ich aber noch nicht da. Ich bin zu blöd, um da drauf zu klicken, ey. So, was habe ich denn hier? Was? Nichts. Ja, ich hatte bei Pokal mein Dunkles rausgestellt, deswegen. Ziemlich cool. Habe ich voll viele Pokale bekommen. Das habe ich nur für einen Angriff gemacht. Ich kann ja mal den zeigen. Den habe ich 100% gewonnen. Chillig. Also, das ist einfach nur geil. Ich wollte eigentlich gar nicht 100%. Ich wollte einfach nur die Ressourcen haben, die schönen. Hab nicht mal meine Helme benutzt, glaube ich. Doch, am Ende. Für die Bauhütten. Ja, erstmal chillig die Minen ausgeräumt. Ich liebe so welche Gegner. Und Gold 3 ist eigentlich voll geil zum Farmen. Ich habe jetzt total gute Gegner gefunden. Ich will auch erstmal in Gold 3 bleiben. Es ist einfach nur zillis. Chillig natürlich. Schon das Ganze gerade um 22.55 Uhr auf. Chill doch. Weil, kann ich mir erzählen, wir haben morgen die erste Stunde frei. Ziemlich, ziemlich geil. Jo, was kann ich denn jetzt noch laben? Laben. Es gibt ein kleines Problem und zwar in diesem Clan hier. Ich mache es nachher mal. Ich habe schon so. Ich ein bisschen vorspulen und so. Habe ich noch easy peasy gerödelt. Habe jetzt eigentlich schon mit einem 100% Angriff gerechnet, aber. Tja, es ist halt passiert. So, da mein King, mein Queen. Und mein Boss das Ganze auch. Habe ich gut erledigt. Ich gehe schon mal angreifen. Am besten Bogus 6.
Ja, ich habe keinen Bogen, lol. Ja, auf diesem, ich finde, in diesem Clan hier, der steht jetzt zwar nicht, dass er ab Level 18 ist oder so, weil ich schätze mal, dass er ab Level 18 oder 19 ist. Deswegen habe ich einfach gesagt, dass ich 19 wäre. Aber ich würde auch ziemlich gerne meinen Kanal, oder mal fragen, ob die meinen Kanal in die Clan-Beschreibung schreiben könnten. Und wenn die halt meine Videos sehen würden, dann würden die halt, wissen, dass ich nicht 19 bin. Und das ist ein Problem, deswegen werde ich gleich auch mal fragen, was da los ist. Ob das auch okay ist, wenn ich 12 bin. Die haben bestimmt jetzt auch Jüngere in dem Clan, außer, also halt 12-Jährige. Aber ich weiß halt nicht, wer. Deswegen, ja, okay, das war's jetzt eigentlich für diese Folge. Ich habe eine neue Base. Die ist ziemlich cool. Die habe ich von Dungeon. Kennen bestimmt alle. Deswegen muss ich den Kanal in die Beschreibung schreiben. Ich meine, was soll der denn von mir Fame bekommen? Aber nun ja, das war's halt. Hoppla. Hoppla. Für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.